Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Kentucky Route Zero. Das ist jetzt die erste Folge, später kommt eine etwas abgekürzte Folge Dinosaurs und danach ein fortgesetztes Projekt. Batman The Telltale Series ist seit gestern abgeschlossen. Ja, ich sag's gleich, es ist ein fortgesetztes, es ist kein neues, aber es wird wahrscheinlich ein neues Projekt geben, sobald wir Dinosaurs abschließen, was hier wahrscheinlich in 2 Tagen sein wird. Beim letzten Mal bei Kentucky Route Zero haben wir nicht besonders viel gemacht. Wir waren, glaube ich, in der Halle des Bergkönigs. Wir haben dort mit den Personen geredet. Das war an einem Art Lagerfeuer. Und haben dabei unter anderem von einem Xanadu erfahren, anscheinend ein Programm auf einem Computer. Ich habe nachgeschaut. Wir sind den Holzweg, es war ein Holzweg, nicht hochgegangen. Deswegen frage ich mich immer noch, wie wir letzte Folge in die Halle kamen, also nach drinnen kamen. Aber gut, wie gesagt, abgesehen vom Holzweg war da eh nichts mehr. Ich wollte es nur erwähnt haben. Ich habe nachgeschaut und wie gesagt, da war nichts mehr. Leider war die letzte Folge relativ bildhängerig. Ich hoffe, heute geht die Folge besser. Ich nehme ja bewusst Kentucky Route Zero immer als erstes auf, aber irgendwie läuft es nicht. Keine Ahnung, weil manchmal läuft super und manchmal irgendwie nicht so. Es stand auch mal in den Kommentaren, dass es komisch ist, dass es schlechter läuft als zum Beispiel Batman oder... Ja, hier mit den Leuten haben wir geredet, ich gehe schon mal zu Xanadu. Dass es schlechter läuft als Batman oder Dinosaurs, obwohl die beiden neuer sind. Habe ich damals auch geschrieben. Weiß auch nicht, ist irgendwie seltsam. Wir haben hier mit einem schon geredet. Wir waren sehr interessante Leute auf jeden Fall, die alle zumindest ein bisschen seltsam waren, aber an sich nicht unhöflich. Und wir gehen jetzt hier direkt zu Xanadu. Das ist, wie gesagt, anscheinend ein Programm auf einem Computer. Angeschaut haben wir es schon, man erkennt da aber nicht viel, eine Schreibmaschine und so, aber nicht viel mehr. Deswegen schauen wir es uns jetzt an und da habe ich schon wieder ein kleines Bild hingesehen. Ja, ich hoffe, dass die Folge möglichst gut läuft. Ich kann leider da nichts machen. Jetzt nähern wir das Ding mal in Betrieb, den Schimmelcomputer, wie wir wissen. Wie meinst du, kriegen wir das Ding zum Laufen? Das war Shannon. Unibook, das alte Ding. Vielleicht liegt hier irgendwo eine Handkurbel. Ah, es hat eine Ausführen-Taste. Okay. Ja, das soll sehr alt sein. Wie gesagt, ein Computer. Und jetzt gerade habe ich Schwarzbild. Akt 3, Szene 6. Ja, ich dachte schon, dass die Szene bald vorbei sein würde. Xanadu. Ein neues Gebiet. Wir sind aus der Halle des Bergkönigs anscheinend draußen. Oh, das wirkt ja hier seltsam. Okay, das ist, glaube ich, die Maschine. Xanadu. Nicht zu entziffern, der Text. Kann nirgendwo klicken. Doch, kann ich. Hier rechts. Gestellt. Ede Rexe Elem Kölzlen Picket Inge Unge und am Ende ist Wild. Ja, bin gespannt, wie die anderen jetzt das vorlesen. Also, wir haben hier rechts eine Art Plan. Da sehen wir jetzt in gerade ein Haus in diesem Xanadu. Das ist sehr verwirrend gerade. Unibook, ha, das Ding ist nicht mehr ganz im Schuss. Ja, offensichtlich, der Text scheint irgendwie Fehler zu haben. Entweder Shannon funktionieren die Schalter oder Blas mal drauf von Ezra. Funktionieren die Schalter, würde ich sagen. Hanwe drückt auf einen Schalter ohne Beschriftung. U steht A X E V R E E M. Okay, da ist noch mehr Fehlercode. Ich lese ihn jetzt nicht komplett vor euch. Ich hoffe, ihr seht ihn gut.
du machst es nur schlimmer. Entweder sieht dein Haus aus, gib mal Haus ein, oder gib mal Hilfe ein. Hier auf dem Gerät sieht man ein Haus. Gib mal Haus ein. Tipp Haus. Hat. Und danach leider wieder ein Fehlercode. Und jetzt sind wir wieder rangezoomt. Nichts im Sinne Text. Ja, dieses Ding ist wirklich schrottreif. Du wählst DHL, die Crew, willst einer, der Fehler, geübt, euch grillen. Oh, gut. Lula, Lene, die Kümters, in des, auf dem Tran und Bünden, dit, CHN, au, bei. Okay, da kommt aber der Name Lula. Und ich glaube am Anfang des OPH, ich glaube, das soll Joseph heißen. Aber wir wissen, Lula hat mit Computern zu tun und Joseph, ein bisschen alles. Und jetzt ist ja auch Lula. Das S E. Ja, und dann wieder verschiedene Fehlermeldungen, die anscheinend nicht passen. Entweder von Shannon war da was mit Lula oder von Lüneburg vielleicht ist ein bisschen klopfen. Ich weiß nicht, ob wir klopfen sollen. Links auf den Ladeplan können sie nicht klicken. Also auf diesen komischen Ding. Ich weiß nicht, ob wir klopfen sollten, weil die jetzt gerade eben das und einer Suchbegriff angeben, hat mich lieber. Ich werde weiter was mit Lula sagen, weil wie gesagt, der Name, den kennen wir. Und ich wette, das OPH heißt so. Tipp Lula. Donald, die Uhr, nie, ich, nie, wo, kenn. Okay, Donald ist wohl Donald, der das Ding gebaut hat. Ich hab das Todige und de Synthesizer, wahrscheinlich Synthesizer, Teil Warfo. Buxle. Ach du Kacke, das ist so schwer zu lesen. Wie gesagt, ich fange an, das wäre es vorlesen. N-H-N Liss. Wahrscheinlich alles. Nee, Slome, ein, mit, so muss, wir, ich, vielleicht wir nicht, sehr viel, kennen, nee, so, VH. Vielleicht müssen wir wirklich nachklopfen. Jox, TH, wahrscheinlich Joseph, Hilt. Lope hat die Quelle, die Rücken Gorchte, die Witz im Vergessen. Wahrscheinlich hier im Vergessen. Okay. Ja, ein paar Wörter kann man so halbwegs übersetzen, aber das bringt der Text und so gar nichts. Gut, du, ab dir, will, oh. Was? Lynn Rücke. Ja, wie gesagt, leider ist es halt ziemlich verstümmelt. Man kann kaum was mit Ziffern kennen. Verdammt, ich weiß nicht, was das heißen soll. Wahrscheinlich wären das wichtige Infos, die wir gerade nicht bekommen. Das ist ein bisschen kacke. Ach, ich meine kleinen Entmagnetisierer dabei. Wahrscheinlich, ich habe einen kleinen Entmagnetisierer dabei. Ja, das könnte helfen. Alte Computer bauen manchmal ein Magnetfeld auf und alles wird quasi in dieses Magnetfeld gezogen, weißt du? Der Endmagnetisierer beseitigt das Magnetfeld, indem er es herumschüttelt, bis alles wieder richtig ist.
Nur so stellte ich mir das wenigstens vor, wie beim Schütteln einer Schneekugel. Haha, ein Versuch ist es wert. Ja, das klingt recht hilfreich, weil wie gesagt, ich glaube, der Text ist wichtig. Okay, hier haben wir jetzt unten ein Symbol, wahrscheinlich der Entlastungsvisierer. Gucken wir mal. Nichts in zifferndem Text. All of the Mountain. Gucken wir mal nochmal. Nein, es hat anscheinend nicht wirklich was gemacht. Null mehr in Jahre. Twert die aus GM Nell Eros Minen Raum. Ja, ich lese jetzt gar nicht alles vor, aber wie gesagt, das sind halt viele, viele, viele Textfehler. Naja, okay. Ja, ich meine, netter Versuch. Von D-Dücke Henne Skiten und sen aus ihren Henne in aus Löhn im Rim Ine Igefex Xte. Ja, keine Ahnung. Und vielleicht könnt ihr was da auslesen, dann gerne in die Kommentare, sobald ihr welche schreiben könnt. Ich kann da, ich versuche so gut zu lösen, wie es geht. Hier, Riff, Du, Nee, T auf B, wird dein vielleicht entstehen. Also dein irgendwas entstehen, vielleicht Gedächtnis eventuell. Vorzeitiges Dateiende zum Abbrechen die übrige Tasche drücken. Altes, alles vergeblich. So ein Schrott. Weiß ich nicht, Hinebock. Mir erschien das jetzt gerade schon wichtiger, als es den Anschein hat, aber leider können wir mit dem nicht wirklich was machen. Schade, schade. Ich hätte mir von Xanadu jetzt echt mehr erhofft. Akt 3, Szene 7. Zumindest ging die Szene jetzt recht schnell. Wo sind wir? Wieder in der Halle des Bergkönigs. Vielleicht kann Donald das übersetzen, weil wie gesagt, ich wette, der Name kam mal vor. Oder halt Lula. Der Name kam auf alle Fälle vor. Bizarr. Und was war das mit Lula? Vielleicht weiß Donald, wie wir das ein bisschen hinbekommen. Ja, das war auch gerade mein Gedanke. Ich schaue ihn mir nochmal an. Verbindungsstörungen. Ja, das kennen wir schon. Kennen wir schon. Okay, dann gehen wir jetzt zu Donald zurück auf einen klassischen Pfeil. Ich sag's aber gleich, ich gehe gleich zweimal zu ihm, weil ich will jetzt noch gucken, ob die anderen irgendwas zu sagen haben oder ob man bei denen nur das Sehen sieht. Also bei ihm sieht man nur das Sehen. Das will ich einfach dann kurz schauen. Donald können wir reden, das war klar. Aber wie gesagt, ich will erst die anderen gucken. Andrew kann man auch nur angucken. Nur zur Sicherheit. Vielleicht weiß er auch irgendwie anders. Das Tor, ja, das kennen wir schon. Und Roberta kann man auch noch angucken. Okay, zurück. Ich hoffe, wir schaffen diesmal mehr als nur hier in der Halle. Ja, wie gesagt, Xanadu war leider gerade ein bisschen in der Enttäuschung. So, auf zu Donald. Weil man konnte da halt echt nicht viel rauslesen. So, jetzt habt ihr selbst gesehen. Das, was noch übrig ist. Ja, übrig war da jetzt leider nicht viel. Entweder von Unibook ziemlich am Ende oder von Conway ist das Ende. Ja, es hieß ja zum Abbrechen drücken wegen Dateimenge Ende. Deswegen werde ich jetzt von Unibook ziemlich am Ende sagen. Das zerfallende Gerippe eines schönen Traums. Aber ihr seht, was es einmal war, oder? Oder nicht?
Da steckt einmal so viel mehr drin. Komplexe Speicherlabyrinthe, ganz genau simulierte parallele Höhlensysteme, echte künstlerische Intelligenz auf Basis komplexer neuronaler Netzalgorithmen. Die Vögel im Wald konnten in drei Richtungen fliegen. Die Fledermäuse konnten das Singen lernen. Ja. Das lasse ich jetzt mal unkommentiert. Ich meine, Vögel im Wald sind in einer Höhle. Und Fledermäuse mit Singen, naja. Und dann ging es bergab, als die Fremden kamen. Zuerst haben wir sie nur gehört, wie sie mit schweren Schritten durch die Höhlen gingen, Dinge herumschoben, hämmerten und mit ihren Werkzeugen arbeiteten. Manchmal haben wir sie auch singen gehört. Niemals nah genug, um einzelne Stimmen auszumachen, aber das Echo ist durch die Tunnel geheilt. Dann haben wir einmal kurz einen gesehen. Interessant. Mit dem Dinge herumgeschobert und mit Werkzeugen gearbeitet und gehämmert. Er wirkt auf mich wie Bergarbeit so ein bisschen. Das mit dem Singen würde auch passen, so nach dem Motto Arbeitslied. Sowas kennt man ja von Seeleuten auch, aber ich glaube bei Bergleuten ist sowas auch. Zwerge vielleicht. Ja gut. Das hätten wir wieder im Vergleich zum Erebor, aber okay. Ja, wie haben sie ausgesehen oder woran haben sie gearbeitet? Wäre natürlich beides interessant. Aber ich werde jetzt fragen, woran sie gearbeitet haben. Ich sollte euch das eigentlich gar nicht erzählen. Die sind gefährlich. Die sind sonderbar. Ich hätte nie versuchen sollen, sie zu überlisten. Sie waren immer zu viele für mich. Immer viel zu viele für mich. Aber jetzt ist es zu spät. Hätte ich nur auf Lula gehört. Ja, auch hier kommt Lula vor. Er hat also versucht, ihnen eine Falle zu stellen. Aber anscheinend ging das gar nicht gut. Gefährlich. Ich meine, sonderbar sind die Leute hier auch. Lula? Lula Chamberlain? Ja, genau. Kennt ihr sie? Ja, zwar nicht gut, aber wir kennen sie. Entweder wir suchen gerade nach ihr von Shannon oder woher kennen sie sie von Conway? Woher kennen sie sie? Das ist lange her. All das wisst ihr. Seht es euch nur an. Jetzt ist sie nicht mehr da. Sie ist gegangen. Wir haben das gemeinsam aufgebaut, wisst ihr? Lula, Joseph und ich. Ja, die drei Namen, die wir gerade zumindest verstümmelt auch in Xanadu hatten. Gut zu wissen. Lula ist fortgegangen, aber Donald zeigt mit seiner Pfeife zur anderen Seite der Höhle. Sie steckt immer noch da drin, in Xanadu. Was? Wie kann das sein? Es ist immer noch ein technisches Gerät. Kein Cyberspace. Ich weiß nicht, wo Lula jetzt ist oder wie man dorthin kommt. Oder wie man durch dieses elende Straßengewirr kommt, aber vor seinem Untergang war Xanadu ein makelloses Orakel. Ein Schrein für die perfekte Simulation. Bis. Aber vielleicht. Diese sonderbaren Eindringlinge haben mein Xanadu zerstört. Vielleicht können sie ihn reparieren. Zerstört? Ich dachte, das wäre der Schimmelcomputer oder er wäre zumindest auf dem Schimmelcomputer. Es scheint so, als müssten wir diese Eindringlinge suchen. Wer auch immer die sind, weil wir brauchen Lula. Lula kann uns nicht auf Road Zero helfen. Das kann gefährlich sein. Ich habe manche fleißigen Gesandten geschickt, um mit ihm zu verhandeln, ein Meisterwerk zu reparieren. Da hinten, der Tunnel, drückt das Gebüsch zur Seite, kriecht hinaus in die Dunkelheit. Passt auf, wo ihr hintretet. Nach einer Weile werdet ihr merken, wie sich der Boden unter euren Händen und Knien ändert. Erst Fels, dann Kristall, dann Matsch. Dann seid ihr draußen. Das Positive ist, wir wissen jetzt, wie wir rauskommen. Da kamen die Fremden her. Jetzt lasst mich in Frieden. Ich habe noch ein bisschen Schimmel in der Pfeife und ein paar Träume zu träumen. Okay, der gute Donald hat also nicht nur Schimmel beim Computer. Naja, gut. Soll er machen? Wir können das Gespräch nur beenden. Okay, wir werden also auf jeden Fall jetzt die Halle verlassen, denke ich. Das dürfte eine neue Szene sein. Ja, Akt 3, Szene 8. Das ist jetzt schon die dritte Szene. Wir haben jetzt zwei Szenen gemacht. Where the strangers come from?
Also wo die Fremden herkamen, würde ich übersetzen. Da gab es unten keine Übersetzung. Oh, das erinnert mich an den Wald. Wisst ihr was, das gefällt mir nicht. Wir haben ja immer noch keine Ahnung, wo unser Lieferwagen ist. Wo sind wir denn? Ah, da sind wir. Das sieht man gerade nur ganz schwach am Nebel. Das kann nicht stimmen. Sieht wie eine alte Kirche aus. Ja, das Gebäude hier, dieses Viereck. Man sieht es uns nur gerade ganz schwach im Nebel. Vielleicht sollten wir mal reinsehen, oder ist es matschig? Eine alte Kirche. Hier ist eindeutig ein Wald. Wir waren ja vorher bei Bergen. Ich bin gerade immer noch sehr verwirrt. Vielleicht sollten wir mal reinsehen, werde ich sagen. Vielleicht. Meine Kirche könnte vielleicht wichtig sein. Ich will draußen bleiben von Ezra. Entweder warum oder okay. Warum? Ich glaube, ich habe eine Eidechse gesehen. Unibook, ich bleib bei ihm. Okay, also Conway und Shannon gehen in die Kirche. Ezra hat scheinbar Angst vor Eidechsen, wirkt mir so. Aber schön, dass er nicht alleine ist. Okay, wir machen das schnell. Ja, sie gehen gerade auch von selber. Ach du Kacke, hier ist ja mega, mega viel zum Angucken. Okay. Ich gucke erst alles an, bevor ich mit dem Buch rede. Auf dem Grabstein ist eine Inschrift zu lesen. Alan Cook, großzügige Seele, schmerzlich vermisst. Unter der Inschrift wurde etwas mit weißer Kreide geschrieben. HT8191T. Abgefüllt 29. Juni, Mandelnote. Ein Friedhof, also. Nur die Kreideschrift irritiert mich gerade. Das sind aber wahrscheinlich alles Gräber, die man hier anschauen kann. Und ich glaube, wir schauen gerade Ezra übrigens. Ist gerade schwer zu sehen. Hier ist die Inschrift Jonathan McManus und Rick Tornquist. Ihr zwei hättet euch eigentlich mögen müssen. Ich mag den, der die Augen gemacht hat. Unter der Inschrift wieder was mit weißer Kreide. HT8192B, abgefüllt 24. Juli. Komische Note. Okay, das erste war eine Mandelnote, das ist eine komische Note. Am Anfang der Code und abgefüllt. Das wirkt ja wie, als würde hier was hergestellt. Das nächste Grab. Ja, eine Inschrift zu lesen. Nicholas O'Brien, wirkte im Abwesen und tut es vermutlich immer noch. So, was ist hier die Kreideschrift? HT8192E, abgefüllt 1. August, Nachgeschmack nach Regenwasser. Ja, immer noch eine sehr seltsame Welt, das könnte man hier echt in jeder Folge sagen. Vielleicht bringt es irgendwann später mal was. So, in der vierte Grabstein. Matt McGlincy oder Damien Grosser. Okay, hier ist interessant, dass hier man nicht weiß, wer beerdigt ist und dass es hier keinen Begleittext gibt. So, mit der Kreide. HT8192N. Abgefüllt 8. September, süß und modrig. Modrig glaube ich gerne bei Gräbern. Je nachdem, wie lange sie da schon liegen. Dann das nächste Grab. Rich Bailey. Hätte es nicht anders gewollt. Und mit weißer Kreide steht hier HT8192O. Abgefüllt 9. September. Ahorn Terpentin. Also hier sind es Baumarten. Terpentin ist eine Holzsorte, meine ich. Und Ahorn glaube ich auch. Sehr mysteriös, dieser Friedhof. Jetzt haben wir noch zwei. Und dann reden wir wieder mit Unibook. Steve Grainer hätte etwas sagen sollen. Und hier ist mit weißer Kreide geschrieben HT8192X, abgefüllt 1. November, ahnungsvoll. Ja, man kann mit den Gräbern auch nichts machen, man kann sie nur anschauen, lesen und das war's.
So, das letzte Grab. Unbekannt. Wirkte recht vernünftig. Interessant, bei dem einen, wo das Oder stand, stand ja kein Begleittext. Auch hier weiß man nicht, wer drin liegt, aber es gibt einen Begleittext. So, und hier mit weißer Kreide. HT8192Y. Abgefüllt 2. November, angenehmes Aroma. Also es hat immer mit HT begonnen, dann eine Zahl, also eine Nummernkombination, dann ein Buchstabe. Ja, können wir jetzt so nicht viel mit anfangen. Da reden wir jetzt wieder mit Lunebook. Na, Eidechsen gefunden. Okay, ja, wir haben gerade Esra gesteuert, weil wir können mit ihm gerade antworten. 5 Minuten haben wir noch, das Gespräch machen wir noch fertig. Entweder ich habe nicht wirklich gesucht oder eine, aber die hat sich unter einem Stein verkrochen. Ich habe nicht wirklich gesucht. Neidex haben wir jetzt nicht gefunden. Tolle Ausrede. Warum ziehst du dich wie ein Punker an? Hast du eine Familie oder ist der Typ dein Freund? Wieso Ausrede, liebe Unibook? Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, Esra ist ein Kind. Und hier ist es sehr neblig. Es könnte ja sein, dass er erst dachte, er hätte eine Eidechse gesehen. Das ist deswegen keine Ausrede. Ja. Was fragen wir denn? Ist der Typ ein Freund, würde ich fragen. Johnny ist hier übrigens anscheinend nicht. Johnny war auch ja nicht in der Halle. Nee. Was heißt schon mein Freund? Das sagen die Leute nur so dahin. Für mich heißt das gar nichts. Er ist mein Schatz. Klingt aber schon nach deinem Freund. Ich glaube, sie mag nur die Bezeichnung Freund nicht. Siehst du? Das bedeutet etwas. Das ist konkret. Gut, damit hat sie recht. Weil Freund kann ja ein normaler Freund oder ein fester Freund sein. Deswegen Schatz ist das schon konkreter. Damit stimme ich mit ihr überein. Entweder ich will konkret sein oder klingt nach Einsamkeit. Ist gerade ganz interessant, dass wir den Jungen spielen, der halt hier mit ja doch einer sehr interessanten Dame redet. Wie gesagt, die ist jetzt ein bisschen punkig, war ja vorher auch eine mögliche Frage, die wir hätten wählen können. Aber das hat man schon gemerkt, am Lied zum Beispiel oder an dem Motorrad oder eben teilweise auch an ihren Sätzen. Sie ist einfach dann ein bisschen ergänztes System, habe ich das Gefühl. Klingt nach Einsamkeit, würde ich sagen. Nicht für uns. Man muss Entscheidungen selbst treffen und dafür gerade stehen. Meinst du, ich wurde so sexy geboren? Als ich aus der Fabrik kam, war ich 15 cm kürzer und ganz grau. Ohne Augen. So sexy geboren. Interessant, wie sie mit dem Jungen redet. Wir sollten die alte Mine ausräumen. Da unten im Berg ist es egal, wie man aussieht. Ein paar graue Schatten schaufeln und hämmern in den Tunneln vor sich hin und keiner sieht sie. Die alte Mine, könnte das die Elkhorn-Mine sein? Bei Fabrik, wir wissen, in der Nähe war eine Prothesenfabrik, das wissen wir vom die Linda einbringen. Johnny hatte ein altes Tonband, wahrscheinlich ein altes Tonband direkt gefunden. Wir haben es in einer Unterwasserhöhle versteckt und immer wieder die Musik abgespielt. Wir haben uns raus auf die Straße geschlichen, als zwei unauffällige Schatten. Und in dieser Nacht arbeiten wir an Details. Ausmalen, konkretisieren. Jeden Tag fühle ich mich immer mehr wie ich selbst. Okay, das heißt, sie sind geflohen, scheinbar, haben sich davon gemacht. Und ja, das erklärt wohl auch einmal die Einstellung und einmal wie mit Motorrad und so. Ja, ich weiß, wir haben nur noch eine Minute, aber das Gespräch war ja noch fertig. Ohne meine Leute fühle ich mich weniger wie ich selbst. Oder ich glaube, ich sollte auch ein Musiker sein. Oder ich fühle mich mehr wie ich selbst, wenn ich mit Julian allein bin. Ja, Esra wissen wir, seine Eltern haben ihn einfach vergessen, sind ohne ihn gefahren. Wir wissen, wenn wir auf der Straßenkarte zum Beispiel sind, ist er auf Julian, also auf dem Adler, alleine. Er folgt uns zwar und fliegt um uns rum, aber er alleine. Deswegen werde ich das Zweite sagen. Ich fühle mich mehr wie ich selbst, wenn ich mit Julian alleine bin. Weil wir haben keine Ahnung, wie lang er schon alleine ist. Und ich habe das Gefühl, er ist länger. Siehst du? Jetzt bist du konkret.
Okay, Gespräch beendet. Da kommen Conway und Fern zurück. Ach, du willst auch noch das Gespräch machen. Weil da kann man jetzt direkt rein. Da bist du ja. Was hast du darin gefunden? Fern, das Lager, keine... Hey, was ist denn los? Du bist ja ganz aufgewühlt. Conway, egal. Oh oh, das gefällt mir nicht. Dass Shannon aufgewühlt sein, wenn Shannon aufgewühlt ist, ist was passiert. Wenn Conway egal sagt, ist auch was passiert. Okay, wir haben, was wir brauchen. Also, raus hier. Das gefällt mir nicht. Wir haben keine Ahnung, was in dieser anscheinend doch nicht Kirche vorgefallen ist, aber wie gesagt, dass sowohl Shannon als auch Conway das Thema abwürgen und zumindest Shannon aufgewühlt ist, ist kein gutes Zeichen in meinen Augen. Aber wir konnten da jetzt gerade nichts machen. Okay, neue Szene, ne? Ja, Akt 3, Szene 9. Wo kommen wir jetzt hin? In die Halle des Bergkönigs zurück. Ach, die haben wir ja jetzt irgendwie oft. Ich hoffe, wir können jetzt speichern. Ja, wir können jetzt speichern. Wir können mit Donald wieder reden. Aber das machen wir beim nächsten Mal auf jeden Fall. Oder haben wir schon überzogen? Nein, wir haben noch nicht überzogen. Cool. Dann werden wir jetzt speichern. Wieder in der Halle des Bergkönigs. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, wie gesagt, dem Friedhof war jetzt irgendwie seltsam. Und dass jetzt Conway und Shannon, wie gesagt, das Thema abgewürgt haben, finde ich sehr bedenklich. Vielleicht erfahren wir da in der nächsten Folge was drüber. Vielleicht haben sie ja die Fremden getroffen, möglicherweise dort, in dem, was sie für eine Kirche gehalten haben, wissen wir nicht. Aber ja, ist auf jeden Fall sehr spannend, finde ich. Und ich hoffe natürlich, dass ihr beim nächsten Mal dann wieder dabei seid. Und ja, danke wie immer fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, beziehungsweise den anderen heutigen Folgen, wenn ihr wollt. Gehabt euch wohl, Freunde.